Herzlich willkommen bei WSC Place, einen ganz wunderschönen Dienstag. Es ist Dienstagmorgen. Wir gehen rein in eine Runde Once Human. Ich habe irgendwie Bock. Einfach mal so ein bisschen stumpf rumquesten. Man kennt's. Guten Morgen, Faith. Du schon wach? Hast du Spätschicht? Ja, okay, es ist 10 Uhr. So, schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt darüber, wie lange mich das Game. Wie lange mich das Game irgendwie noch catcht. Es hat eine neue Phase begonnen. Egal. Wenn du das sagst, dann wird das so sein. So, letztes Mal war er ein bisschen sehr chaotisch. Ja, wir sind dann hier einfach so despawned. Wir machen hier einfach mal weiter. Ach so. Ah, okay, ich habe da Dinge so untersucht und jetzt. Ah, okay. Wir sollten der Blutspur zum Backsteinhaus folgen. Vielleicht wäre es besser, ich laufe auch in die richtige Richtung dafür. Aber die Dinger sind doch hier nach links weggeflogen. Warum muss ich denn jetzt nach rechts laufen? Macht denn jetzt schon wieder Lärm, Alter? Klingt aber saftig hier. Auch mal Taschenlampe. Schnauze. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Macht das jetzt das Lampending? Warum kann man nicht eigentlich die Tür einfach zumachen? Ups, das wollte ich gerade. Moin! Katze! Das geht. Hab gehört, hier gibt es Gameplay vom Feinsten. Ja, nee. Wollen wir nicht übertreiben. Sonst die Erwartungshaltung so hoch. Nee, einfach nur so ein bisschen doof rumeiern. Was geht bei dir? Alles fit soweit. Wer ist das denn? Ach du Scheiße, ist der eklig. Guacamole, Alter. Kennst du? Oh, ich fand das eigentlich sehr unterhaltsam letztens. Stirb doch! Okay, warte mal. Das, okay, Fresh, Alter. Das war ja mega eklig, das Vieh. Ach ja, gestern auch mal wieder bei Once Human reingeschaut und bin enttäuscht von denen. Wieso? Also ich bin tatsächlich gar nicht großartig im Bilde bei dem Game. Ich eier hier nur blöd rum. Mache irgendwelche Quests, laufe durch die Gegend, farm hier ein bisschen Stein, da ein bisschen Holz. Also ich bin eigentlich gar nicht so im Game drin. Das könnte auch jedes andere sein. Ich war eine Woche inaktiv und die Entwickler bauen einfach meine Bude ab. Ja, das hatte ich auch. Ich war erst ein bisschen verwirrt. Aber ich habe es dann einfach woanders wieder geplaced, also das komplette Ding. Da hieß zwar, es wäre irgendwelche Sachen wären im Tresor gelagert gewesen, aber ich weiß bis jetzt nicht, was das war. Ich hab's nicht geschnallt. Die Sache ist normalerweise, ich bin ja halt nicht so der MMOler. Mich catchen MMOs eigentlich gar nicht, aber es macht irgendwie Spaß, hier ein bisschen rumzulaufen und irgendwas abzuschießen. Ich fühle mich halt relativ mächtig. Ja, aber ich habe das ja extra an diesem Ort gebaut. Also vier Hütten und das bekomme ich so nicht wieder platziert. Scheiße.
Okay, nee, das lutscht. Das ist scheiße, das ist kacke. Scheiße, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Da hin. Nee, das bockt dann ja mal gar nicht. Was ist er denn, Junge? Ist ja wie bei Plants vs. Zombies, Alter. Tresor ist, wenn du Baumenü gehst, dann hast du ja diesen Tresor mit 10.000 Leben. Da ist alles drin. Ja, aber es hat nichts gefehlt, es war alles da. Darum war ich dann so verwirrt. Okay, das war ja weird gerade. Also weiß ich nicht. Ich hab nicht verstanden, was da gelagert werden soll, weil ja, war eigentlich alles so wie immer. Aber man kennt mich und meine Verwirrung. Irgendwie das Gefühl, dass das heute so ein bisschen laggy ist. Digga, die steht. What the hell? Also irgendwas stimmt heute mit dem Game nicht. Es ist irgendwie laggy as fuck. Denke ich, werde Once Human deinstallieren. Macht halt so keinen Sinn für mich, wenn die nach einer Woche stets das Gebäude abbauen. Nee, das ist totale Scheiße. Also, ich verstehe, wenn man halt bei sowas irgendwann was machen muss, aber nach einer Woche. Also sorry, ne? Es gibt ja auch noch Leute, die haben ein Leben. So, ist für mich halt auch nicht nachvollziehbar. Ich bin hungrig. Ach, scheiße, der ganze Kram ist ja abgeschlecht geworden. Naja, egal. Irgendwann wird sich schon finden. Na, einen Monat würde ich verstehen. Das ist tatsächlich so ein Ding, da bin ich auch ein bisschen mit am Hadern. Weil ich ja so ein kleines privates Minecraft-Projekt mache. Wann gewisse Dinge einfach, ja, wann sollten die verschwinden? Wann sollten die aufgelöst werden? Wann sollten so Bezüge, sei jetzt mal rein hypothetisch, in der Survival-Welt, wann sollte man sagen, yo, jetzt wird es freigegeben für jeden? Das, was der Dude da jetzt hingekleistert hat, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht wiederkommt, ist halt da. Ich denke mal, ein Monat ist da tatsächlich schon legitim. Ey, was willst du denn jetzt von mir? Also gerade bei sowas wie dem Haus, da finde ich eigentlich einen Monat in Ordnung, wenn es dann tatsächlich an gewisse Locations, gewisse Dinge gebunden sind. Ich habe so kleine Tresore eingebaut, wo niemand rankam. Ich glaube, da habe ich 3 Monate gemacht, dass die 3 Monate stehen bleiben. Und die sind dann halt auch unzerstörbar so lange. Mit 1 Monat ist fein. Da hat man schon die Zeit, mal reinzuschauen, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Ja, eben genau. Das denke ich nämlich halt auch. Aber es ist angenehm. Tun jetzt? Digga, ich weiß nicht mal von wo. Oh, ist mir hier. Ja, cool. Den habe ich nicht gesehen, ne? Was mich halt so abfuckt, ist, dass ich drücke die Nummer 7, damit er hielt. Und er so, ja, Digga, I don't give a fuck. Ich muss halt erst noch, keine Ahnung, 5 Minuten eine Animation laden, damit ich in meiner Welt klarkomme. Dann kann ich vielleicht dich healen. Also wie oft ich da deswegen schon gestorben bin. Also Input-Lag ist auf jeden Fall da. So. War jetzt hier noch irgendwas oben? Nee. Okay, wir müssen wieder zurück. Also im Moment finde ich es halt noch ganz lustig so. Weißt du aus dem Kopf, welchen Server du besuchst? Ich besuche tatsächlich gar keinen. Also ich besuche nur meinen Server. Achso, den hier. Entschuldigung. Ich war schon wieder komplett woanders.
Warte, könnte man das nicht irgendwo einsehen? Warte, warte, ich mache hier noch mal ganz kurz und dann. Ja, mein Kopf schweift sehr oft ab. Warte mal, war das Ding da schon aktiviert? Haben wir nicht. Du verpiss dich. Okay, nee, da sind der ganze Standard-Shit. Okay, das ist anders wild. Pech. The hell is this shit? Okay, irgendein Skill, den ich schon wieder vergessen habe. Wie ist ich gerade irgendwie nicht. Warte mal. Spiel verlassen. Ich will das Spiel nicht verlassen. Kann ich einfach ins Hauptmenü zurück? Wiki, Kundendienst, Meldung. Eternal Land. Profil. Was spielen wir weiter? Ich schaue, wo man das findet. Okay. Wir müssen dahin. Also los hier. Ach, Kollege. Sprengstoffanzug. Digga. Ich will das haben. Okay, ich, ja, genau. Haben wir hier jetzt eigentlich? Irgendwie war da hier noch was rum. Also ich weiß halt, im Hauptmenü sieht man es halt, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie ich ins Hauptmenü zurückkomme, ohne das ganze Game zu beenden. So ein bisschen stupid gemacht. Also da ist definitiv heute irgendein ganz komischer Lag. Weiß nicht, ob sich das noch irgendwie einpendelt, aber ansonsten ist das ein bisschen hässlich. Alter, das ist Kackvieh. Eine Lampe, da wird angeleuchtet werden. Niemand. Hier gibt es nichts zum Leuchten. Reich der Albträume, es ist aber Main Quest. Also war das komplett fertig. Komplett fertig, fertig. Na ja, gut, ist ja auch schön. Digga, du machst Geräusche, du nervst. Aber Menschen, wenn sie Geräusche machen. Ich habe Karton 2 gefunden. Fett. Im Hauptmenü. Voll dumm irgendwie.
Oder sorgt doch. Ach so, nee, den will. Das sorgt doch für einen Überblick. Ich glaube, es war 126 PvE oder sowas. Irgendwie so um den Dreh. 106, okay. Moin, Night Phantom. Es geht. Pilze. Nein, finde, was machen sie an? Mist, ich bin 11. Rüber, also, so mit deinem. Das finde ich halt auch so schade. Warum? Wenn das ja sowieso alles nur temporär und an deinen Charakter gebunden ist, warum habe ich dann nicht profilbezogene, also quasi. Also warum ist das Ganze dann nicht charakterbezogen, sondern weltbezogen? Warum kann ich nicht mit meinem Scheiß auf jeden Server gehen, damit es auch schön ausgeglichen bleibt? Und es ist halt an meinen Charakter gebunden, den ich erstellt habe. Sondern warum ist das an die Welt gebunden? Das macht für mich keinen Sinn. Ist doch sowieso, steht doch sowieso alles in der Datenbank. Sonst hätte ich dir mein Zeug gegeben. Das sind tausende von Ressourcen. Wäre natürlich fett, ne? ja, also ich verstehe so einige Dinge nicht, wie sie hier gelaufen sind. Also wie man sie hier umsetzt. Aber das hat bestimmt irgendwelche Gründe. Ich glaube 12k Holz, 15k Erze und so weiter. Boah, Junge. Guck mal, wir machen das. Wir machen das. Das sieht cool aus. Beschütze das Heim. Welches? Aber wo muss ich denn dann jetzt hin? Muss ich den Kram dann noch lesen? Ist ja widerlich. Egal ob Finsternis oder Chaos. Was für ein Teil? Chaos Cortices. Solange es in Sternenchrom umgewandelt werden kann, ist alles gut. Reinige dein Territorium einmal. Ja, aber ich weiß gar nicht wie. Ich habe ja auch noch diese anderen komischen. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich wollte erst den machen und dann wollte ich den machen. Ich habe ja auch noch den Shit von dem Viech hier. Sieh dir die Aufträge an. Beschütze das Heim. Reinige dein Territorium einmal. Ja, aber ich weiß nicht wie. Ach, das ist das. Ja, stupid, Alter. Was geht, was geht? Panda, was ist mit dir los? Ich denke, du bist noch am Lackieren. Ich denke genau wegen dem, was Katze Berlin gerade vorgeschlagen hatte. Damit nicht jeder eine Farmwelt quasi hat und dann seine Sachen auf den anderen zum Verkauf anbietet. Machen die ja dauernd. Ob es da Dinge gibt für Echtgeld, ist halt die Frage. Ob die sonst damit Verluste fahren. Ansonsten finde ich das auch doof. Naja, aber ist doch eigentlich Banane. So, jeder kann ja auf jeder Welt Dinge farmen. Und wo sie dann verkauft werden, ist dann ja auch egal. So, das Ganze ist ja dann charaktergebunden und du kannst halt nicht versuchen, einen anderen Charakter auf demselben Server irgendwie zu boosten. Gut, habe ich jetzt natürlich noch keine Erfahrung mit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie anderweitig limitiert ist oder whatever. Aber ne. Ja. Dazu brauchst du diesen Reiniger in deinem Gebiet. Dann die lilane Kugel rein und Wellen verteidigen. Lilane Kugel? Der ist auch motiviert, ne? Schön frühstücken und dann einkaufen. Ja, fresh halt. Und weg ist er. Ich mag meine Axt. Noch geiler wäre es, wenn es ein Hammer wäre. Ich dachte, hier liegt mehr Scheiß rum.
Oh. Weiß nicht warum, aber die Stelle erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Far Cry 5. Das war auch ein Game, du meine Fresse. Okay. Ressourcen kannst nicht kaufen mit Echtgeld, die Farmen. Das heißt, gibt ja richtige Farmstrategien. Hatte zum Beispiel eine geile, was? Wolframfarm. Welche Endlevel ist? Okay, Crash. Ich bin da auch überhaupt gar nicht drin, so ne. Gehe halt irgendwo mit bei, wenn ich irgendwie was brauche und dann mache ich das da halt so weg, dann farm ich das halt und dann ich habe gar keine Strategie. Komplett hirnlos. Also immer so, hab 9 Kisten voll mit Ressourcen, also 9 mal 32. Alter Falter. Und dann halt auch ganze krasse Kram, ne? Oh Mann, oh, ich wollte rumspringen. Also muss ich jetzt nach Hause. Wir kommen, wir fahren nach Hause. Fliegen nach Hause. Was ist das jetzt hier? Spaltanker, Coastside Plaza. Okay. So, warte mal, wenn wir gerade hier sind. Hier ist anscheinend irgendwie eine Quest. Wir machen die. Das andere lutscht. Wir haben auch Moped. Okay, es gibt aber ja diese speziellen. Wow, scheiße, ich kann nicht lesen und Auto fahren gleichzeitig. Diese speziellen Items, die man craften kann. Wenn die Skills dafür freigeschaltet wurden. Elegant. Wenn sie diese ja dann überall anbieten. Was ja etwas random ist, was man da bekommt. Naja, aber fände ich dann aber schon besser, wenn man das so allgemein handeln könnte. Nee, da lang. Warte mal, wenn ich mit dem Charakter reisen kann, dürfte ich dann meine gecrafteten Waffen mitnehmen oder sind die auch bei null? Du stellst ja Fragen. Oh, ups, das war die falsche Richtung. Ich liebe die Axt. Die Axt ist fett. Ach, das ist ja dieser eine Skill da, den ich da. Ja, okay, ich erinnere mich grob an was. Sonst hätte ich dir helfen können beim Farm-Level. Ja, du, habe ich gar keine Ahnung. Oh, guck mal, da ist schon wieder einer. Jetzt kann ich aber gerade nicht. Hat Nightwind schon gemacht? Junge, fick dich! Mann! Scheißvieh. Ne, warte mal, da war ein Killer. Check das mal, mach mal. Das wäre fresh. Immer 2000 Schaden mit dem. Wer ist das denn? Keine Ahnung, ist tot. Ich habe was Dummes gemacht für das Spiel. Hab Baukasten den Server Einladungscode gegeben. Der wohnt jetzt da, wo Cat früher. Lol. Naja, gut. Selbst wenn Cat jetzt joinen würde, dann wäre ja sowieso. Achso, warte mal, ich sollte mich vielleicht mal healen. Dann wäre das Haus ja. Sein Haus kein Thema. Das müsste er ja sowieso neu platzieren. Stärker. 106 Character Limit voll, kann die also nicht mal beitreten. Was? Hä, aber der Server. Ja, okay, ist ein bisschen laggy, ne? Hat denn jetzt schon wieder. Habe ich wieder irgendwas kaputt gemacht? Dem Wahn verfallen. Ja, man kennt mich, ne? Schatzkarte des Kultisten. Bin halt auch ein kompletter Banause, ne? Ist denn jetzt passiert?
Mann. Ist egal. Ist egal. Auch wenn ich nicht bezahlt werden muss, ich hier doch meinen Job mache. Warte. Was für ein Job? Schnauze. Anleitungscode, geht das? Okay. Na endlich, wieso na endlich? Was soll ich mit Janis hier auf dem Server? Also no front so. Richtige Schelle. Okay, wo muss ich jetzt hin? Verwende die Schatzkarte von Chalk Peak, um den Schatz des Kultisten zu finden. Okay, also müssen wir ins Menü gehen, dann müssen wir da auf. Ja, mir doch egal. Da drauf gehen und dann. Jetzt kommen wir nicht mit so einer Scheiße, ne? Was weiß ich denn? Das ist ja wie bei Hogwarts Legacy, Junge. Wäre es eine Möglichkeit, magst du mir mal deinen Code schicken, dann versuche ich da mal beizutreten. Naja, aber dann hast du doch nichts. Da was kann ich dafür, dass King und Cat immer schneller reagieren. Außerdem hatte ich die Sorge, dass ich irgendwas kaputt mache in diesem Menü hier. Jetzt bezog ich darauf, dass Knight endlich mal seinen Job als Mod nachgegangen ist und gearbeitet hat. Achso. Ich wäre sofort am Start gewesen, aber ich hatte da gerade so ein komisches Kackvieh. Warte, warte, warte. Erstmal, also erstmal. So, warte mal. Also das ist jetzt irgendwo. Okay, das kenne ich, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber das wäre schon besser, wenn es hier oben wäre, oder? Wie, dort kannst du noch nicht hin? Dein Ernst jetzt? Ich will ja jetzt aber hin. Wo ist das? Die können mir doch nicht eine Quest geben mit einer scheiß Karte, die irgendwo hin zeigt, wo ich nicht hin kann. Das bockt ja mal gar nicht. Weiter im Süden. Gibt ein Video. So habe ich es gefunden. Richtig gutes Game Design, Alter, wenn man Videos braucht, um zu checken, wo man hin muss. Weiß ich nicht. Warte. Ich habe mir halt nur so dieses Gekringel da gemerkt. Das hier. Okay, was ist das hier? Sieht sehr bergig aus. Chalk Peak nennt sich die Gegend. Ja, und das wo, da wurde was erwähnt. Aber ich will da jetzt hin. Das ist eine Nebenstraße. Nebenstraße der Nebenstraße. Und Scheiß. Der Beschreibung des Gegenstandes steht die Region. Ja, aber ich will da jetzt hin. Was mache ich denn jetzt? Ja, hier ist Chalk Peaks. Ja, dann fahren wir da hin. Ist mir scheißegal. Wird das eigentlich Chalk gesprochen? Wird das L gesprochen oder ist das stumm? Also Englisch, denk mal, das steht für Kreide. Trust and Mod. Ich bin da auch einfach rein. Da war ich tot. Ja, was steht für Level? Ja, okay, 36. Was habe ich überhaupt für ein Level? 35. Manu.
Aber dann bin ich ein trauriges Panda-Bärchen. Weltraum, Level 0. Okay, vielleicht bin ich da ein bisschen drüber hinaus. Aber wo ist es denn jetzt eigentlich? Ich will es ja nur wissen jetzt. Kommt. Warte, das sieht aus wie. Nee. Gut, vom Level her schon, weiß nur nicht, ob es einfach wird dort. Nee, aber guck mal, in dem Gebiet, wo ich jetzt bin, da bin ich auch einfach reingerannt. Klar, ich bin ein paar Mal gestorben, aber hey, was soll's? Sag mal, Großer, was hältst du von Extraction-Shooter wie Escape from Tarkov oder Arena Breakout Infinite? Keine Ahnung. Habe ich nicht gespielt. Also, Escape from Tarkov habe ich schon mal gehört. Aber ich spiele tatsächlich nicht großartig Shooter, weil ich grottenschlecht bin. Also gerade PvP lasse ich komplett weg. Aber so Shooter allgemein, es ist halt immer wieder ein Erlebnis mit mir, sagen wir es mal so. Vom Level anders wild. Das hier sieht doch so aus. Ja, machen wir halt was anderes. Guck mal, Rache-Experte. Rache ist immer gut. So, dann zeigt mir jetzt hier, wo ich lang muss. Und Judas, kann ich hier einfach fahren, oder? Okay, wenigstens ehrlich. Naja, ich bin da doch schon eher reflektiert. Weil, wenn ich halt keine gute Performance bieten, also so anbieten kann bei irgendwelchen. Bei irgendwelchen Games, dann fühle ich mich ja halt nicht wohl, dann macht mir das keinen Spaß. So gerade so auch so teambasierte Dinger. Wenn ich da noch nicht irgendwie eine Rolle habe, in der ich wirklich funktionieren kann, dann fühle ich mich dabei nicht wohl. Dann macht mir das auch keinen Spaß. Hey, sowas muss man sich dann schon eingestehen können. Schön, dass man keinen Schaden mehr bekommt, wenn man eine Kurve fährt. Immer FK. Alles klar, nett und viel Erfolg und liebe Grüße. Schade, suche halt Mitspieler für Arena. Wow, warte mal. Mit Randoms zocken ist halt echt anstrengend, gerade auch wegen der Sprachbarriere. Ja, gut. Das auf jeden Fall. Ist halt so ein Ding, deswegen spiele ich halt auch nicht mit Randoms. Habe ich mir abgewöhnt. Also am Anfang, damals in Among Us-Zeit, immer irgendwelche Leute gesucht über Facebook und whatever, was damals Thema war. Das war anders wild. Und irgendwann. Haben wir es dann einfach gelassen. Auch wenn Leute in den Chat kommen und fragen so, ja, kann ich mitspielen? Ja, war da damals. Aber weißt du noch, ne? War anders. Darum auch, wenn Leute in den Chat kommen, gerade bei, was waren das? Minecraft Dungeons war das ganz böse. Da kamen eigentlich jedes Mal mehrere Leute nacheinander so in den Chat und haben gefragt, ob sie mitspielen können. So, nee, Digga, sorry, mach ich nicht. Hab ich gar keinen Bock drauf. War aber auch geil. Ist schon richtig. Oh, was ist das denn? Jetzt dann hast du da auch Leute, die sind einfach super. Jetzt ist es weg. Nee, da ist es. Die sind dann halt auch super unzuverlässig oder sind halt echt irgendwie scheiße drauf oder irgendwas. What the fuck? Alter. Hä? Habe ich jetzt Doppelschaden gekriegt oder was? Ich wollte gerade healen. Oh,
Aua. In Abklingzeit. Ja, super. Ja, komm, Alter, halt's Maul. Was ist das denn? Ja, dann ist jetzt Feierabend. Cool. Hat sich ja gelohnt. Müssen eigentlich nochmal raus nach Hause und uns ein bisschen Futter und alles craften. Da bin ich jetzt ein bisschen nachlässig gewesen. Ach nee, 8 war das. Naja, dort ist es halt so, willst du auf die Farm, wird geschaut, ob zeitgleich auch Leute suchen und wirst dann reingewürfelt. Heute auch zum Beispiel mit zwei Polen gespielt. Waren ganz gut und nett, aber halt dauerhaft Englisch ist und das in der Nacht besonders wild. Ja, nee, hätte ich jetzt auch keinen. Also so mal Englisch ist nicht so das Problem, ne? Aber so dauerhaft mit Leuten auch koordinieren. Nee, das wäre mir ein bisschen viel. Nee, das war Kacke. Das war gerade Scheiße. Ach, das ist eins von diesen Dingern hier, wo du sammeln musst hier, wo du nachlaufen musst. Ja, nee, ich habe es mir einfach mit der Zeit dann abgewöhnt, weil ich einfach gemerkt habe, das bringt nichts. Also man hat auch, also gerade tatsächlich die Among Us-Zeit damals, man hat neue Freunde gewonnen, mit denen man jetzt auch immer wieder Kontakt hat. Aber so vom Prinzip her hat das ziemlich viel Kummer gebracht. Weil ich bin halt auch kein, sag jetzt mal, Hardliner. Ich bin so ein Casual Gamer einfach nur, der reingeht und seinen Spaß haben will. Und wenn du dann zum Beispiel da jemanden hast, der, keine Ahnung, auf bestimmte Weisen etwas machen will, einfach nur um zu beweisen, wie krass er ist, oder keine Ahnung, ob der da halt seinen Standard hat, den er für sich erfüllen muss, damit er zufrieden ist. Hey, habe ich keinen Bock drauf. Also, weiß ich nicht. Ja, Leute, die dann prinzipiell auf Mutter gehen, so auf Ernst, sage ich jetzt mal. Bock. Wenn ich überlege, was ich hier alles für Scheiße laber. Also nichts von dem, was ich sage, hat wirklich Hand und Fuß und nichts von dem, was ich sage, hat, ist irgendwie ernst gemeint. Standard bei diesem Game ist überleben und rauskommen. Klappt auch nicht immer. Aber ist auch schon mal eine gute Grundlage eigentlich. Ja, aber deswegen, also wenn ich dann tatsächlich so mehr Kontakt mit Menschen habe, so dann habe ich auch Bock, was mit denen zu zocken. So, die liebe Faye, die ist ja auch so quasi mit reingerutscht. Die war dann da und dann ist sie geblieben. Und dann zockt man auch miteinander und ja. Wow. Wenn da noch ein Airplane drin wäre, dann wären wir einfach rübergekommen, aber so nicht. Das ist ja scheiße hier. Naja, gut, taktisches Verständnis sollte vorhanden sein. Wann da habe ich taktisches Verständnis? Denken wir einfach nur mal an Ghostbreak in Wildlands. Ist jetzt nicht dein Scheiß Ernst hier, oder? Hey, ist hier hingeradet worden. Hat das so gut gefunden und geht seit jeden Tag King auf die Nerven. So ähnlich. Ich würde nicht sagen auf die Nerven. Ich bin immer wieder froh, wenn sie da ist. Und wenn sie hier irgendwie Spaß hat, wenn sie sich hier wohlfühlt. Geht so. Hey, wenn du das hast. Ach, das ist ein Silo. Ich habe gar nicht gelesen. Ach komm, was soll's, geh mal rein. I have to say, you came. Ja, du hast bestimmt vieles zu sagen mit It's related deiner to the murderer. TV-Fresse. The mother of.
Also ich erinnere mich doch grob, wie ich da immer reingerannt bin überall. Und immer gestorben bin. Betreten. Schade, dass ich Sachen auch so einfach craften kann. Although bearing the intolerable sorrow of losing a Diesmal habe ich child, wenigstens Munition. she still restrained herself and acted so calmly. We cannot bring the dead back, but we can at least make her last wish come true. Oh. Weil jetzt ist anders. Die eine Mission hat mich gebrochen. Ich weiß nicht mehr welche, aber das war auch kräftezehrend, hat es dann aufgegeben. Ey, das Game ist wirklich ganz anders wild, sage ich jetzt mal. Einfach aus der Tatsache heraus, weil ich diese beschissene Polizei, die geht ja so auf den Sack und spawnt unendlich nach. Also wir haben irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und ich weiß immer noch nicht, wann wir weitermachen. Also wir haben es noch nicht mal fertig gemacht und wir haben es bestimmt schon 2 Monate, 3 Monate pausiert. Einfach weil wir keinen Bock mehr haben, weil das Game einfach so abfuckt. Mein Dad ist halt auch manchmal mit drin. Digga, what the fuck? Ach so, weil ich da durch diese Pfütze gelatscht bin. Ach du Scheiße. Okay, warte mal, wir müssen mal eben Gummibärchen kauen. Dann müssen wir einen Heal nehmen. Ach du Scheiße. Das war bei mir irgendwie. Bin gestorben, wurde 600 Meter respawn und direkt in den Gegnermassen rein. Ich konnte mich kaum umsehen und war wieder tot. Ja. Das Respawn-System bei dem Game ist komplett wild. Also wirklich, da hast du nur noch Schmerzen. Hier oben ist nix. Cool. Okay, komische Pfützen meiden. Das ist jetzt aber schwierig. Ne, warte mal, müssen wir nur so rumgehen. Was gibt's denn hier? Gibt's eine Tür? Hallo, Ibims. Eigentlich nur die Scheiße hier mitnehmen. Nicht mal gesehen, dass da ein Pass ist. Deine Mutter ist detected, Alter. Ups. Bauen hier nicht möglich, verstehe ich nicht. Ja, das hat eher weniger gut funktioniert. Ah, schieß doch auf das Ding hier jetzt. Dankeschön. Ja, weiß ich nicht. Sonst kannst du mal wieder Bock auf Wildlands. Pütze? Das ist eine Pütze, oder? Das ist eine Pütze? Ja, es ist eine Pütze. Mach doch jetzt auf. Wie oft soll ich den F drücken? So, heute ist es komisch. Weiß ich nicht, hier ist irgendwie matschig. Ja gut, da würden wir uns durchschnetzeln, ne? Explodierendes Ölgefäß. Finde ich gut. Guck mal. Hat ihn halt so gar nicht gekratzt, ne? Ach, scheiße, ich habe ja immer noch nichts zu essen. Upala.
Ja gut, ist alles vergammelt, ne? Kann mir nur Orange reinziehen. Und mutierter Mais. Kann man den so essen? Ach, was weiß ich. Mir egal. Blume. Oh, guck mal. Das kann man essen. Ja, fett. Scharlachkalmus. Wenn du das hast. Na gut, wir haben nichts mehr zu trinken. Du von denen, der Sachen macht, die denen schaden. Ist nichts mehr. Rosetta Zugangskarte V3. Sehr okay, cool. Ja, sieht aus, als wenn man hier einen Aufzug benutzen sollte. Bin da zuversichtlich. Hotel 666 in Kali. For real. Digga, warte mal ab. Demnächst kommt, habe ich dir ja schon gesagt. Demnächst kommt School 666 raus. Spielen wir mit Annie zusammen. In Sickerzone. Was ist eine Sickerzone? Telefon. Puppe im Schrank bist eigentlich du und deine Eltern wissen es noch dazu. Patient Room. Okay. Scheiße, ich bin im Irrenhaus. Ich wusste, dass das passiert. Also im Irrenhaus zu sein. Anomalie würde ich sagen, ja, war irgendwie komisch. Oh, da ist ja noch so ein Pimmel. Ja, diese komischen fliegenden Käfer feiere ich auch gar nicht. Oh nee, Alter, nicht schon wieder so eine Troller. Jetzt sterbe ich. Also ich habe jetzt auch nicht. Ich dachte, der macht mir Schaden, aber ich weiß nicht, was mir gerade Schaden gemacht hat. So, jetzt killen die mich. Ist ja kompletter Müll. Keine Ahnung, wo ich drin gestanden habe, weiß ich nicht. Kann ich nicht deuten. Packt mich gerade ein bisschen ab. Wer war das vorhin? Ich habe genug Munition bei. Ich habe ja auch genug Munition bei. Aber die Achse ist einfach viel pornomäßiger. Das letzte Mal, als ich halt in so ein Ding reingegangen bin, hatte ich halt keine Munition. Das war halt mein Problem. Jetzt bin ich wieder hier.
Jetzt muss ich da nochmal hochfahren. Ist doch hier völlig ignoriert. Ausrüstungskiste. Ah, Schlüsselkarte. Aber ich habe es jetzt gerade nicht verstanden. Was war denn das jetzt gerade, wenn ich das gar nicht brauche, um da weiterzukommen? Hier gibt es halt schön viel Scheiß. Oh ne, der steht im Pampe drin. Also normal funktioniert das hier auch ganz gut. Okay. Als Pistole ist schon geil. Ich habe einen ganzen Computer eingesteckt. Willst du mit meinem nicht machen? Komische Geräusche hier. Keine Ahnung, warum wir das jetzt dann fallen lassen. Ich weiß auch nicht, wo der andere ist jetzt. Also ich, wie wir feststellen, weiß ich heute eigentlich nicht wirklich viel. So, was drauf. Irgendwas schleimt die ganze Zeit rum und das klingt mega eklig. Also was. Ja, ist okay. Ach, die ist jetzt irgendwie, ich habe sie zwar nicht benutzt, aber sie ist kaputt gegangen. Ja, toll. Aua. Oh shit, was ist denn jetzt passiert? Irgendwer ist geplatzt. Ja, ist okay, Digga. Shit, Junge. Ja, okay. Das Ding hat sich erledigt. Jo, wer ist er denn? Ich muss los. Oh, Scheiße, da kommen wir nicht lang.
Also ich kann ja nicht mal eben meine Waffe wechseln. So, von wegen, wir gehen jetzt mal schnell ins Menü. Ausrüstung. Aua, genau das meine ich. Oh, fuck. Ja, Lenkraketen. Ich habe jetzt auch nichts mehr zum Healen. Fest. Ja, okay, das bringe ich mit der. Ich dachte, die wäre krasser. Oh, scheiße. Digga hat keine Arme mehr und ist immer noch motiviert. Könnte mir nicht passieren. Junge, ich kann ihn da oben nicht treffen. Wie, der hat gerade einen Eiersack wachsen lassen. Sieg. Oh lol, ich dachte, ich bin gestorben. Die Mission ist das. Ich bin selbst mit Arme nicht motiviert. Ja, eben. Wirklich. Ein kurzer Brief an Mama. Nein. Ausgerüstet 3 von 4. Neuer Wiegen, Überbrückungsknoten freigeschaltet. Ja, fett. Bin durstig, ja du, ich habe noch ganz andere Probleme. Okay, ja gut, dann ist ja. Also an sich war es jetzt nicht schwer, aber ich habe mich irgendwie ziemlich dumm angestellt. Sichern. Rauschtalent. Ich verstehe diese ganzen Sachen nicht, ne? Ich verstehe das nicht. Ich komme da nicht rein. Ich fühle mich richtig wie so ein Rentner. Aber was ist denn jetzt mit dieser anderen Scheiße? G. Alles machst du mit F. Außer Leften und dein Moped holen mit G. Was heißt denn jetzt? Oh, schon für meinen Kampf. Was heißt denn jetzt erneut herausfordern? Ich will das nicht nochmal machen. Na, dass du da nochmal rein kannst. Ja, aber wer will denn das? Wer wollte das denn jetzt? Wer sollte das wollen? Hat wie eine Farm, okay. Nee, das lutscht. Das will ich nicht. Ich habe es getan. Oops, I did it. Hello, Mayfly. I've been waiting to meet you. Ist das eigentlich Schleichwerbung hier? Oh. Robin is alive. What's done if you see Robin? What an extra courage. Aware, the important. Oh, okay, cool. Explosiver Splitter, gewalttätig. Kritisch, gewalttätig ist immer gut. Also wenn ihr irgendwas habt, was gewalttätig ist. Jetzt. Jetzt. Keine Firma, die Coke heißt. Ja, okay. Assoziation vielleicht. Mit der allseits beliebten Coca-Cola. Achso, nö, ich will nach Hause. Das stinkt ja alles. Und dann dahin. Teleportieren im aktuellen Zustand ist nicht möglich.
Dann steigen wir ab. Jetzt kann ich mich teleportieren. Ja, hier ist dunkel und ja, es sieht eigentlich mehr aus wie eine Garage oder ein Keller. Aber hey, was soll's? Voll gemütlich. Haben wir jetzt noch irgendwas, womit wir kochen können? Nö. Machen wir uns aber mal Wasser. Und gehen mal eben schlafen. Du bist entspannt. Dinge, die ich mir wünsche seit vielen, vielen Jahren. Hast du das auch schon mal gehabt, dass dein Fahrzeug im Kampf war und erst besiegt werden musste? Mein Fahrzeug? Was? Nee, keine Ahnung. Dass mein Fahrzeug im Kampf war. Wie geht das denn? Das ist doch gar kein. Verstehe ich nicht. Bin nach Hause teleportiert, wollte mein Fahrzeug rufen und es war im Kampf. Ja, okay, ne? Es ist halt so einiges im Argen. Scheiße. Nein, hatte ich noch nicht. So, warte mal, ich stelle hier gleich auf, wie reinige ich die Scheiße denn hier jetzt? Brauche ich dafür das Ding hier? Ich muss hier ja reinigen. Also, okay, ja, ich müsste mal wieder aufräumen und staubsaugen und Staubwischen. Das ist einfach Spiritus drüber und anzünden. Das bringt hier nichts mehr. Aber in-game können wir noch was machen. 2 Stunden später ging es dann. War aber ein langer Kampf. Und war auf 10% Leben runtergeschlagen. Meine Fresse. Bin jetzt mal weg. Alles klar, Panda. Viel Erfolg. Kauf mir was Schönes. Und dir auch. Du darfst dir auch was Nettes mitbringen. Einkaufen und so danach was machen? Ja, gerne. Siehst du doch. Was willst du haben? Das war ein Spaß. Oder kommst du demnächst nochmal rum? Funktioniert dein Rechner noch? Okay, was ist das? Was muss ich jetzt hier machen? Muss ich das machen? Etwas einlagern. Gefäß reinigen. Reinigung startet. Mach dich. Kurz mal bitte Maul halten. Dieses Thema belastet mich stark. Digga, die ist ja so scheiße, die Waffe, Junge. Wo laufen die hin? Hat er gerade mein Moped angekackt? Alter. Machen wir erstmal den weg, weil der ist belastend. Oh, hallo. Digga, ich habe ihn in den Kopf geschossen. Wäre jetzt das Maschinengewehr noch am Start, die MLG, dann wäre halt fett, ne? Meine Waffe ist kaputt.
Digga, ich weiß gar nicht, was hier passiert. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja noch mehr Wände zwischengebaut. Den kenne ich auch überhaupt noch gar nicht hier. Aua. Ja, moin, ich bin tot. Ja, wisst ihr gesagt? Ja, ich ignoriere manche Dinge. Reinigung abgeschlossen. Es ist nicht böse gemeint, ich bin halt einfach nicht so smart. Ich habe das komplett unterschätzt. Fernchrom. Okay. Selber schuld. Ja, tatsächlich. Supermarkt Simulator hat gerade ein Update bekommen. Was? Ja, okay, wir müssen mal rüber zu Supermarkt Simulator gehen, ne? Hey, jetzt ist dieser Fettsack einfach despawned oder was? Zwei Arschnasen. Wir gehen schlafen. Das kann man ja nebenbei machen. Ja gut, das ist jetzt hier der upgradet das nicht richtig. Ja, fett. Cool Controller Support. Das ist etwas, auf was ich gewartet habe. What's new? Added full controller support. Super. Added settings for restocker and more settings to come. It's unlabeled racks. Oh. Okay, interessant. Das ist auch cool. Also selbst Bezahlerkassen. Danke, dass du mir Bescheid sagst. Mega fresh, Alter. Den juckt's halt auch nicht. Der steht halt einfach mal im Blumenkasten drin. So sind sie halt drauf. Customization Version 2. Added more variations for store entrance. Fett, fett, fett. Okay, cool, aber irrelevant. Added a music player and speaker. Ja, und was für Musik ist das dann? Das kann ich doch unmöglich hinterher auf YouTube hochladen. There's more visual fixes, localization fixes, bug fixes. Also be aware of the bugs you encounter. Especially related to the restocker. Ja, die haben so einige Probleme. We'll focus on bug fix, patches for a while. Okay. We are also publishing the Mafia Simulator from Rich Hunt Studio. Okay. Okay, ja, okay, aber das dauert halt noch. Ein Self-Checkout, ja, genau. Die Selbstbezahlerkassen hier. Das ist eigentlich eine fette Idee. Weil ich muss ja eigentlich sowieso nur noch Geld farmen, damit ich den Laden größer bauen kann. Aber das finde ich tatsächlich hier gerade interessant. Ist bestimmt auch interessant für Cat und Dingens und Panther. Legen wir auf Wunsch-Dings und dann dingsen wir einfach erstmal Dings. Ja. Okay, die haben mein Haus kaputt gemacht. Ich habe kein Holz. Aber der Dicke ist jetzt einfach weg. Das ist weird. Steht Mehrspieler, also aufpassen. Ja, also ich hatte jetzt gehofft, dass das einfach nur ein, ja, ein Koop einfach ist. Also, ja.
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am besten wäre natürlich ein lokaler Koop, Alter. Das wird es komplett abschießen. Also, sorry, heutzutage nur einen lokalen Koop anzubieten als Game ist kompletter Much. Gut, bei so Sachen wie Vampire Survivors, da verstehe ich es, weil, egal wie viele Daten da übertragen werden müssen. Aus dem Weg, Baum. Habe ich jetzt eigentlich das Wasser zum Korn reingetan? Oh. Nee. Wo kann es gehen, ne? Okay, das fetzt. In welchem Game war das denn? Hit Paradise? Mehr Spieler und Koop, aber mehr Spieler heißt nur an Arcade-Maschinen gegeneinander spielen. Was? Das Ganze drumherum im Laden muss selbst weiterspielen allein, Alter. Ist voll die Mogelpackung. Nee. Was ich jetzt tatsächlich ganz cool finde, wo wir vielleicht demnächst mal reinschauen wollen, das war tatsächlich auch so ein Supermarket Simulator-Ding im Mehrspieler. Gibt es im Moment kostenlos. Oder gibt es kostenlos bei Steam? War halt mal kostenlos bei Epic. Naja, gut, die schmeißen ja jede Woche kostenlose Games raus. Weiß ich jetzt nicht. Aber Rocket Paradise. Nee, sagt mir nichts. Ich dachte irgendwie, aber nee. Und genau, nimmst halt die nächste. Ich habe ja genug dabei. Habe ich gespielt, kann ich empfehlen. Ist wie Susi. Und wer ist Susi? Supermarket Together? Ich glaube, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber irgendwie sowas. Super Simo? Ne, sagt mir nichts. Ich noch nie gehört. Aber das heißt nichts, ich krieg Sachen sehr, sehr spät erst mit. Sag mal, bist du so in so Vacuum-Games mit drin irgendwie so? So horrormäßig angehauchter Shit? Es gibt ein Game, also gut, das ist jetzt nicht unbedingt Backrooms, aber es gibt ein Game, das heißt The Store is Closed. Supermarket Simulator ist Susi. Ah, okay. Oh, die Susi. Wollen wir Susi spielen? Oh ne, Alter, krieg Probleme mit meiner Frau. Horror mag ich absolut nicht. Ah, so, schade. Es gibt ein Game, das heißt, The Store is Closed. Da bist du halt in einem IKEA drin. Und das ist jetzt locker schon 2 Jahre in der Entwicklung und ich steige einfach nicht durch, wann das denn jetzt released werden soll. So, ich bin auf dem Discord da und irgendwie passiert da gar nichts. So, man kriegt einmal alle halbe Jahre, alle dreiviertel Jahr kriegt man irgendwie eine Info. Das fuckt mich irgendwie ab. Manche werden nie released, ja. Das fände ich tatsächlich ziemlich kacke, weil das ist. Also, ich habe mich zwar auf Bureau of Context gefreut, das ist halt wie Phasmophobia nur mit KI. Also, der Geist ist eine KI, mit dem du wirklich kommunizieren kannst in so einem Kram, der auf deinen Input reagiert. Aber das hat ja leider komplett abgestunken. Aber das ist sonst so ein Game, wo ich mir schon seit, ja, keine Ahnung, Anfang letzten Jahres drauf freue. Ich warte seit 2 Jahren auf das monatliche Update bei Lost World. Du wartest seit 2 Jahren auf ein monatliches Update. Okay, ja gut, das spricht Bände. Scheiße.
Oh, warte mal, wir können hier nochmal das Silber wegholen. Wo waren das? Das war irgendwo. Oh, was will der denn jetzt? Ich bin schon wieder voll beladen. Ja, scheiß drauf. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Hey, ich muss mittlerweile sagen, wir warten schon so lange auf das Spiel, dass wenn es rauskommt, ich Angst habe, dass es so wird wie Demogedöns. Weiß ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weil wenn du überlegst, so Demonaturalist oder auch Bureau of Contacts, also natürlich abgesehen, dass es ein anderes Spielmodi ist, da die haben das ja sehr, sehr früh released. Und soweit ich das die ganze Zeit mitkriege, passiert da extrem viel. Die haben meine Werkstatt weggemacht, diese Sch egal. So. Ist halt heutzutage normal, Fake. Ja, ist aber schade. Ist echt schade. Garage. Oh, und jetzt sage ich, darf meine Garage nicht mehr platzieren. Die hat da vorher gestanden, ich darf es nicht mehr. Doch, warte. Okay, warte mal. Also, wir haben Levels abgemacht. Yeah, Wasser ist gekocht. Und jetzt können wir noch mehr Wasser kochen. Check. Und, einfach Orangensaft. Ja, wollen wir denn die Limo oder den Saft? 50, 30. Komm, wir nehmen die Limo, die gibt mehr. Geröstetes Fleisch. Klingt nach dem Plan. Vernunftgummibärchen. Klingt nach dem Plan. Nee, Früchtetee bin ich jetzt kein Fan, aber wir können hier noch Pilze. Aus Supermarkt Together kann ich empfehlen. Nur bei den Kassen muss man aufpassen. Du kannst, wenn du zwei hast, die eine nicht einfach schließen, sondern muss man verkaufen. So wie bei Susi am Anfang, ne? Da habe ich mich so aufgeregt. Ich glaube, das haben die gehört. So, nochmal, nochmal und nochmal. Nehmen wir alles mit hier. Und nochmal und nochmal. Zerlegen. Die Flaschen nicht zerlegen. Haben wir Flaschen gefunden? Warte mal, alles auswählen. Shit. Also gut, Supermarket Together, das ist halt auch ganz am Anfang noch, ne? Da ist halt. Darum, ich bin bei sowas ein bisschen skeptisch. Es gibt ja noch ein anderes, da kannst du. Wobei, weiß ich nicht, reden wir gerade vom gleichen? Warte mal kurz. Nee, warte mal, das hatte ich bei uns im Discord geschrieben. Quatschen. Spielvorschläge. Mal gucken, mal, Faye hat was gepostet. Das wurde mir gar nicht angezeigt. Oder wurde mir das angezeigt? Das wurde mir nicht angezeigt. Schon am 17. Ja, tatsächlich Supermarkt Together. Ja. Zack, zack. So haben wir jetzt Flaschen gefunden. Leere Plastikflasche. Ich weiß nicht, ob wir die Quest überhaupt fertig machen werden. Bekommt aber täglich Updates gefühlt. Habe schon allein gespielt mit zwei Freunden und auch mal mit einer Streamerin. Also alles cool soweit. Okay. Ja. Das wirkt relativ solide. Da war noch ein anderes, das konntest du im Multiplayer spielen. Das hat mich noch nicht so überzeugt. Die Dings können wir auch zerlegen. Nee, nochmal Holz. Brauchen mehr Kohle. Die ranzige, die hier. Die können wir sowieso nicht reparieren, also was soll man damit? Ich habe eine Fackel dabei. Wieso habe ich eine Fackel dabei? Noch nie benutzt. Ja. Weg mit der Scheiße. Hier irgendwas. Okay, hier ist einiges. Ich habe jetzt gar keinen Bock, mich um diese Mod-Scheiße zu kümmern, ne? So, da muss ich wirklich Bock drauf haben. Territorium-Terminal.
Okay, hier ist tatsächlich irgendwas drin. Nee, warte mal, das ist alles entnehmen. Okay. Okay, warte mal, hier können wir auch leer machen. Unmotiviert. Unmotivierend wirst du eingesperrt. Kommt einer, nimmt dir alles weg, kannst von vorne anfangen. Über den sprachen wir vorhin wegen Hausabbau vom Server. Genau. Aber das darum, als ich dann gespawnt bin, das eine Mal, wo mein Haus dann weg war, da hieß es wäre irgendwas im Tresor gelagert worden. Aber ich wusste nicht, was es war. Ich habe nicht reingeguckt, hat mich nicht gejuckt irgendwie. Und ja, hat sich das nicht ergeben irgendwie. Ja, wir haben nicht genug Strom. Aber brauchen wir im Moment auch noch gar nicht. Scheiß wir drauf. Gedanken. Raumöffner. Öffnet die Räume und lässt dich Teammitglieder auf deiner Seite versammeln. Okay, wir brauchen noch mal ein bisschen Adrenalin. Shit, Alter, was ist das denn? Sternstaubquelle. Das braucht ja mega viel. Okay, wir nehmen nur 6 Stück. Dann brauchen wir Aktivatoren. Naja, komm. Scheiß Hund drauf. So. Effektive Behandlung von Magenproblemen. Hatte ich schon mal Magenprobleme in dem Game? Großes Vergnügen. Klingt wie irgendwas, das auf einer Kondompackung steht. Fühlt sich inspiriert. Die Dauer anderer Launen wurde verlängert. Diese Laune. Ist vielleicht komisch übersetzt, dass ich das einfach nicht schnalle. Okay, warte mal. Also. Ja, das ist jetzt alles ein bisschen schwierig hier. Ich hätte gern wieder eine MLG, Alter. Die hat es mir angetan. LMG, nicht MLG. Aber da brauche ich Aluminium für. Jetzt weiß es. Ja, in der Tat. Und Technikplastik. War beides nicht. Aber die Schrotflinte bockt nicht. Können wir denn eine AKM machen? Wir können auch keine AKM machen. Das könnt ihr mir doch nicht antun, Alter. Iridiumkristall, Aluminiumbarren, Spezialteil, Digga. Pack da doch nicht mein Spezialteil rein. Mal wenigstens eine MP? Nein, immer auch nicht. Ja, Problem ist, Schrotflinte bockt halt in dem Zusammenhang jetzt hier gar nicht, ne? Okay, warte mal, was ist denn mit der? Die hat nur 184, die macht 190. Die haben wir aber. Scheiße. Okay, warte mal, also wir reparieren erstmal. Ich hab einen Baseballschläger. Okay. Ja, Reparatur nicht möglich, gehört nicht dir. Hä, wir haben die doch gecraftet. Das ist ein komisches Spiel. Okay, die ist auch komplett unkalibriert. Aber wir haben doch eine gemacht. Nee, wir können gar keine gemacht haben. Brauchst du überall Aluminium für. Okay, ich habe mich ja komplett verrannt hier jetzt gerade. Ja, dann fickt euch, Alter. Ich biete das ganze Game mit einer scheiß Pistole, Junge. Ja, Präzisionsgewehr ist sowieso nicht so mein Ding. Für jemanden, der prinzipiell daneben schießt. Fuck, Alter.
Okay, warte mal, dann versuchen wir jetzt einfach mal die, die wir haben, aufzuwerten. Ich muss ja damit arbeiten, was soll ich machen? Ich habe mein goldenes Katana, meine lila Scar, meine lila Sniper. Fährt, Alter. Alles macht über 1300 Damage. Ach du Scheiße. Hey, wie lange hast du schon gespielt? Nicht genug Sternstaub. Sternstaubquelle. Schade. Sternstaub eigentlich her. Ist doch so blöd. Gelber Lotussamen. Okay, den habe ich tatsächlich wohl, glaube ich, noch nicht. Rote Tulpensamen. Gelbe Tulpensamen. Tapetesamen. Orangensamen. Turnip. Seit Release. Das Katana habe ich sogar in einer Kiste gefunden. Scar und Sniper über die Wunschmaschine erhalten. Aber das kannst du doch dann gar nicht reparieren, wenn du das in der Kiste gefunden hast. Das ist doch dann irgendwann weg, oder nicht? Das funktioniert hier sowieso nicht richtig. Ja, vielleicht ein Antibiotikum. Polyantibiotikum, das ist ja toll. Ich bin nur ein bisschen überladen. So, und jetzt fangen wir wieder von vorne an. Alles einlagern. Alles einlagern. Alles einlagern. Und wir brauchen eine neue Kiste. Eimer. Richtig. Aber hab noch meinen Schlagfisch, no joke. Ja, den hat Night Phantom mir auch vor die Nase gehalten. Das ist wirklich ein Fisch, der gute 700 Damage macht. Alter, so eine Forelle musst du erstmal fangen, Junge. Es wird einfach die Waffe in der Zombie-Apokalypse. Okay, nee, warte mal. Hier können wir irgendwelche Sachen noch verwerten. Inspirationsfragment. Ist der Eimer halb voll oder halb leer? Das kommt darauf an, wie du das Leben siehst. Und Eimer. Okay, cool. Ach scheiße, machen wir nicht jetzt. Kein Bock. Aber wir müssen trotzdem nochmal eine neue Kiste bauen. Denn ich bin. Diese Penner, die haben meine scheiß Raffinerie weggefickt. Das fällt mir jetzt erst auf. Nee, wo bin ich denn? Ich wollte. Ich wollte ins Baumenü. Warum drücke ich denn G? Ist mega. Könnte auch ein europäisches Easter Egg sein. Asterix und Obelix. Stimmt. Da wurde auch auf dem Mann ein Fisch durch das Gesicht gezogen, ja. Es war jedes Mal sehr, sehr ermunternd.
Achso, ich wollte eine Kiste bauen. Fände ich aber cool. Also wenn das tatsächlich ein Easter Egg wäre, ne, würde ich richtig hart feiern. Private Aufbewahrungskiste, große Aufbewahrungskiste. Ich nehme die große. Wie wir sie da schon haben. Okay, ja, der ganze Kram hier, der wiegt ja nichts, ne? Darum ist es eigentlich völlig Banane. Das können wir noch mal hinstellen, aber das wiegt halt auch nichts, also das ist eigentlich auch egal. Getränkeflasche, okay. Baumel braunes Sofa. Baumel lächeln, ja, die brauche ich. Müssen wir gleich nochmal einlösen. So, was ist hier los? Ich finde, wir sollten das wieder gesellschaftlich verankern, dass es okay ist, einen Fisch durch das System. Definitiv. Definitiv. Und gerade wenn irgendwer so richtig harte Scheiße labert, sollte irgendwer immer in der Nähe sein, der so, keine Ahnung, so einen richtig dicken Lachs dabei hat, einfach komplett durch die Fratze ziehen. Einfach nur, damit der merkt, so, yo, der Boy, der hat gar nichts persönlich gegen mich. Ich habe gerade einfach nur komplett ein Dünnschiss von mir gegeben. Das fände ich gut. Das Gegenstand. Okay. Wilde Pilze, wir haben mutierter Safran. Ja, naja, der Kram wiegt halt sowieso alles nicht viel. Okay, das wiegt ein bisschen was. Hoppala. Aber ansonsten, Munition wiegt ja auch nichts. Oh, Munition wiegt doch was. Okay, LMG brauchen wir gerade nicht. Können wir erstmal wegpacken. Präzisionsgewehrmunition. Wieso habe ich die denn? MP-Munition. Ja, die muss ich irgendwo eingesammelt haben. Munition. Munition. Okay, Pistole haben wir noch. Adrenalin. Okay, wir sammeln die Scheiße einfach ein. Ich habe hier Mollys. Verstehe ich auch nicht. Lachs. Fragezeichen Sägezahn. Hai wäre manchmal idealer. Naja, gut, aber so ein Hai zu stemmen ist jetzt halt schon eine andere Hausnummer, ne? Also ich gönne jedem seinen Hai im Gesicht. Aber ist halt schon krass. Was mit hochwertigem Treibstoff? Ja, fresh. Kalibrierungsbauplan P22. Okay, warte mal, wir gehen mal ins Inventar und machen hier mal eben Dinge. Verwerfen. Aber was mache ich denn mit dem Kalibrierungsbauplan? Bauplan. Zerlege fallen gelassene Waffen und Baupläne, um Baupläne zu erhalten. Solche Waffen können durch Öffnen von Waffenkisten oder durch Verliese erhalten werden. Ja, aber jetzt habe ich einen Bauplan und was kann ich mit dem jetzt machen? Verstehe ich nicht. Das können wir benutzen. Das können wir auch benutzen. Das auch. Das auch. Impressionismus. 6. Toll. Seltene Stern-Chrom-Kiste auf Level 15 freischaltbar. Gewährt beim Öffnen 1000 Stern-Chrom. Das ist toll. Was mache ich mit Stern-Chrom? Waffenmodteile. Wir mal rübergehen und gucken. Baumarke. Okay, das sind Quest-Gegenstände hier. Kannst du Sachen im Shop kaufen? Ah, okay, gut. Flammenresonanz. Flammenresonanz. Talente. Zision. Ich brauche sowas so einfach wie möglich, ne?
So, das geht nicht in meinen Kopf rein. Es ist nicht das Problem des Spiels, das ist definitiv mein Kopf. Ja, ach, was weiß ich, hab grad keine Lust. Ich will hier Leute schlachten und erschießen und mit bloßen Händen erwürgen, denen meine Rosette ins Gesicht halten, weil das eine Firma ist in dem Spiel, die so ähnlich heißt. Okay, warte, wir machen nochmal ein bisschen Stahl. Und nochmal. Und nochmal. Und Kupferbarren machen wir. Haben die auch meine. Warte mal. Oh, die haben meine Solarzellen kaputt gemacht. Da kommt der Grüne in mir durch, Alter. Stromanlagen. Diese Pimmel, Alter. Will das wieder dahin haben. So, schön. Finde ich toll. So, und wenn ich jetzt hier beigehe. Ne, warte mal, hier oben hängt noch was. Okay, nee, warte, muss ich von hier mal, ne? Kabel anbringen. Jetzt kann ich da zwei Kabel. Aber da ist doch schon ein Kabel dran. Sternchrom ist das Zeug, was du aus der Filterung, Reinigung bekommst. Aber was habe ich davon? Da gibt es geile Blueprints, die kosten 8000 Sternchrom. Oh, okay. Stell die mal in der Schmelze Sinterziegel her und schalte den Blueprint Steinwände frei. Einfach weil die dann Wasser sind, ne? Ne, warte mal, das wollte ich gar nicht. Ich wollte da Kabel dranhängen. Also jetzt hat das Game anscheinend auch gerade irgendwie geschnallt, dass da schon Kabel dranhängt. Oder bin ich jetzt im falschen Modus? Wollte das schön ordentlich. Verkabelung anbringen. Kabel können nicht mehrfach verbunden werden. Oh. Aber ich kann den so halt nicht anklicken. Und hier kann ich das Kabel nicht wegnehmen. Denn Kabel hängt nur an der Weiche und nicht an der Solaranlage. Ja, das ist, also das war vorher mal anders. Ja, ich würde sagen, wir machen das einfach mal weg. So, und jetzt? So, Verkabelung abgebrochen. Jetzt habe ich mir den falschen Knopf gedrückt. Zack. Und dann jetzt das Ding für die Wand. Wenn ich das so schön finde. Hä? Jetzt hab. Da war doch gerade nichts, oder? So, gucke mal. So richtig schön. Anständig verlegt. Deutsche Qualitätsarbeit hier. Das ist wichtig und richtig. Kabelung anbringen. Zack. 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 So. So, das Ding braucht auch noch eine Verkabelung. So, hier einmal so quer durch. So, und dann ist das wunderbar. Maximale Leistung verwendet 0. Mega gut. Lag absolut. Also, danke, danke. Ich dachte jetzt schon, ich bin komplett, also komplett Banane. Da fehlt noch die Verbindung von Weiche zu Weiche. Hä, nee, wieso? Die ist doch. Also eigentlich ist sie da. So, sie fängt hier an und. Ja. Wie nein? Aber ich habe doch drauf geklickt. Hä? Ach, ich bin verwirrt.
Aber wie kann ich denn jetzt ein Kabel ziehen? Warte mal, muss ich dann in den Baumodus gehen und dann rechts und dann. Du bist bei Weiche 2. Das Kabel dazwischen fehlt. Aber ich habe dort drauf geklickt. Mano. Wo ist doch Kabel von Weiche 1 zu Weiche 2? Aber. Ich hab doch geklickt. Ja, warte, wie mache ich denn das jetzt? Oh, warte mal, ich kann das erstmal reparieren. Bestätigen, reparieren, Gebäudeteil kopieren. Okay, ich hab's repariert. So, aber ich kann im Baummenü doch Verkabelung anbringen. Jetzt hat das, jetzt hat das, jetzt hat das. Okay, jetzt hat das. Ja, fett. Danke dir. Die Baumodus, schau die Weiche einmal an. Es ist irgendwie schwierig. Ist so ein bisschen wie wenn du eine Stecknadel irgendwo angucken willst. Ich danke dir. So, aber warte mal, was konnten wir denn jetzt eigentlich hier überhaupt herstellen? Wir können ja hier die Sinterziegel können wir ja machen. Haben wir ja gerade Platz. Wo zur Axt kriege ich Aluminium her? Das. Hol dir noch eine Batterie hin, sonst hast du nachts keinen Strom. Die muss ich dazwischen schalten, ne? Komm her, Alter. Was soll man eigentlich sonst mit Kies? Den und Taschenlampe ausmachen. Voran ein Kabel zur Weiche reicht aus. Ah, okay. Aber wo habe ich denn jetzt eine Batterie? Biomassegenerator. Wechseln. Anwenden, anbringen, um Stromkreis ein- und auszuschalten. Aha. Wie soll ich das Ding wechseln? Externe Anlagen gibt es nicht. Funktionsanlagen? Nee. Verteidigung ist egal. Flammenwerferfalle, finde ich gut. Schau mal bei deinen Perks, eventuell freischaltbar. Okay. Ja, wollte ich sowieso noch mal reinschauen, weil wir ja schon wieder einiges freigeschaltet haben. Warte mal, machen wir erst. Machen wir alles durcheinander. Ist nicht schlimm. Also hier können wir jetzt. Können wir nicht? Können wir ja? Können wir rein? Und auch jetzt weitere, ne? Habe ich da nicht vorhin eine Dings gekriegt? Der sieht so komisch aus. Ach, scheiß drauf. Infrastruktur, Herstellung? Ne, Infrastruktur. Glaube ich. Elektroraffinerierung. Säge, Aluminiumbarren. Elektrischer Bohrer, Wolfram, Erzdetektor, Waffen und Ausrüstung. Ist irgendwas? Energieaufwertung, Wasserpumpe, Elektrosatz. Ich wollte eigentlich auch viel mehr mit Landwirtschaft machen. Ne? Ich bin da so echt Fan von, aber ich. Irgendwie nicht voran. Wir brauchen nur 7 Punkte. Welcome back, Night Phantom. Kaufsautomat. Kühlschrank. Soll man Night Phantom, wo gibt es denn die Batterie? Du bist ja auch so im Game. Muss ich die Batterie denn im Baumenü bauen? Landwirtschaft ist schwer, brauchst eine Mutation. Die für dich Sachen gießt. Ja, aber was ist denn hier mit der automatischen Bewässerung zum Beispiel? Geht das nicht? Macht man die Batterie denn so übers Baumenü oder macht man die über die Werkbank? Welche Batterie genau? Kennen die nur zum Craften? Ja, die hatte ich auch, glaube ich, schon mal gemacht, aber ich weiß nicht. Was ich brauchte, bräuchte eine zum Platzieren. Ja, da brauchst du eine Wasserquelle. Ah, na geil.
Ich sehe jetzt gerade nichts. Es wird Holz, das auf der Art der umliegenden Bäume basiert, arbeitet mit dem Holzfäller Biber zusammen, und um automatisch zu sammeln. Ich habe keinen Holzfäller Biber. Ach, das habe ich ja schon. Genau. Ja, weiß ich nicht. Glaube, Batterien für die Base gibt es nicht. Ich habe jedenfalls keine gesehen. Weiß nicht. Ganz gesagt, gibt's. Ich schau mal wegen was ist. Mach dir mal. Ich mache erstmal irgendwas. Was von dir? Warte mal. Hier konnte man nochmal ein neues Dings machen. Glaube ich. Konnten wir? Was? Spezialisierungserinnerungsfragment. Ich weiß nicht, was die jetzt hier von mir wollen. Verstehe ich nicht, was ist das hier? Doch eh nichts zu tun, außer rumlabern. Naja, auf entspannt. Ganz ehrlich, ne, ich brauche auch relativ viel Zeit für mich, so, wo ich einfach mal nichts mache. So hier und da mal ein bisschen schnacken, so, aber ansonsten, apropos, 11:50 Uhr, okay, habe ich noch Zeit. Was? Moment. €4,60. Alter, wir sind bei 89%, Junge. Bad. Kette hat gerade geschrieben. Gibt es Speicherbatterie bei Waffen und Ausrüstung unter Punkt 03 Elektrosatz? Oh, okay. Warte. Hier wieder raus. Also quasi Waffe und Ausrüstung bei 03. Unter Punkt Elektrosatz. Habe ich irgendwie ein anderes Spiel als du? Oder bin ich gerade irgendwie doof? Du hast es freigeschaltet. Musst also nur noch herstellen. Also ist das hier der Elektrosatz oder was? Speicherbatterie. Ah, hier. Du kannst doch nicht lesen. Ja, Entschuldigung. Ey, wir sind nicht hier, weil ich so ein krasser Gamer bin, ne? Wir sind alle nicht hier deswegen. Und die, die das erwarten, sind doch immer ganz schnell wieder weg. So, aber wo ist denn die jetzt in dem Dings? Oder muss ich die tatsächlich an der Werkbank herstellen? Das wirklich so ein Werkbank-Ding? Ich denke, das sind die zum Craften, die du speicher, die Speicherbatterien. Aber die habe ich schon mal gemacht. Ich nicht. Ich habe doch mal. Ist irgendwie ganz anders gerade bei mir. So, warte mal. Da was wird das geführt? Geht das hier drunter? Elektrischer Felsbohrer, Legierungsspitzhacke. Ich will endlich Aluminium haben. Wo kriege ich Aluminium her? Das fuckt mich so ab.
Speicherbatterie. Ich könnte schwören, ich habe schon mal eine gebaut. Okay, 13 Sekunden. Die bringt doch nichts für das Lagern von Strom. Das ist eine mobile Batterie. Warte, lass es, ist eine mobile. Ja, okay, zu spät. Ich bin schon wieder komplett weg. Ist egal. Hey, Ressourcen sind da. Was soll's? Ich hätte den mal für den mobilen Kühlschrank und für die Bohrer. Ja, ich werde sie nur brauchen, sagen wir es mal so. Das heißt, es gibt keine Batterie? Hungrig. Da seht mich an, Alter. Ich bin immer hungrig. Warte mal, übrigens, was war eigentlich mit dem Wasser jetzt? Konnten wir hier nochmal was reinigen? Nö. Kein Wasser mehr. Okay, weil ich alles verheizt habe. Crash. Keine stationäre. Boah, ist das Kacke. Aber das Ding fördert hier halt nichts in der Nacht, oder was? Chuck Peaks hat Aluminium. Okay, nee, ich fahre jetzt nach Chuck Peaks. Ich will jetzt Aluminium haben. Ich will mir eine scheiß LMG machen. Ich will hier komplett eskalieren in der Hütte. Ich muss hier durchdrehen. Guck mal, hier sind da Ziegel, haben wir. Fett. So. Ach, guck mal, wir können drei Silberbarren machen. Ist das nicht toll? Ich weiß noch nicht, was wir damit machen, aber was so. Eskalieren mit Aluminium. Ja, ich schaff das. For real. So, erstmal alles wegheizen hier. Ich kann das Ding auch mal ein bisschen arbeiten, während ich weg bin. Okay, also wir haben was zu essen, wir haben was zu trinken, wir haben was zum Healen, wir haben was zum Gummibären. Wir sind auf dem Weg, auf dem Dings. Bin mal fix mit da machen. Yo! Ich wünsche dir viel Erfolg. Oh, Mittag, Alter. 12? Nee, ich schraub mir später ein paar Pommes rein. So, ich will jetzt zu Chuck Peaks. So, und zwar. Was ist das? Herberge von Tallgrass. In Chuck Peaks. Okay, dann fahren wir dahin. So, ich will dahin, weil finde ich toll. Achso, warte mal, wir sollten vielleicht nochmal unser Moped aufladen und reparieren. Du könntest doch den dritten Boss machen, dann würdest du auch dorthin kommen. Weiß ich nicht. Wenn du das sagst, Night Phantom, keine Ahnung. Habe ich den zweiten schon gemacht? Ich krieg wirklich gar nichts mit. Ich laufe durch die Gegend, ich mache irgendwas tut, ich komme nach Hause, hab ein bisschen Holz dabei, weißt du, sowas. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung über die Timeline. Also sorry dafür, wirklich. Ist ein bisschen lost. Aber ich. Haben wir hier eigentlich. Nee, können wir noch nicht. Wieso können wir eigentlich noch nicht? Mimetik noch nicht freigeschaltet. Ja, dann lass doch mal die Mimetik freischalten. Ja, mit mir war der Baum. Welcher Baum? Dieser komische da in dieser Parallelwelt? Das war ein Baum? Ey, ist das nicht cool, wenn man unter Gedächtnislücken leidet? Man kriegt halt immer wieder neuen Input. Nee, warte mal. Oh, warte mal, jetzt habe ich glatt was vergessen. Scheiße. Warte mal, wir brauchen den Suppenkasper hier. Wir sehen uns die Aufträge an, weil wir haben ja jetzt hier abgeschlossen. Wir können ja jetzt. Ich schließe die Aufträge. Achso. So, ja, fett. Sternoid. Okay. So, was haben wir hier? Benutze insgesamt 10 Mutationskampffertigkeiten. Digga, ich habe noch keine einzige davon benutzt. Produktion von 260 Schuss. Pistolenmunition. Nehmen wir mit. Suchexpertise. Öffne insgesamt 10 Aufbewahrungskisten an einer beliebigen Festung und hole alle Gegenstände. Ja, kriegen wir hin.
Munition, Schrotflinte, komm her. Wir haben sowieso eine Schrotflinte dabei, was soll's. Die Lücken hätte ich gerne für die, an die ich mich nie mehr erinnern möchte und auch nicht brauche, weil sie nicht wichtig sind, sind aber immer penetrant anwesend. Du, das ist der Clou an der Sache. Genau die verschwinden nicht. Ich habe mein Territorium doch schon gereinigt. Können wir aber nochmal machen. Fange 5 Fische. Jetzt will ich jetzt anfangen zu angeln, Junge. Baue 5 beliebige Möbel oder Dekostücke. Beleuchtung, Möblierung, Tapeten. Nö. Nee, warte mal, ich wollte hier jetzt. Kann ich die Wand einfach austauschen? Anlage, Möblierung, nee, Strukturen. Kann auch gar keine Steinwände machen. Ich habe da nichts gilt, glaube ich. Dach. Nee, ein Dach ist für Anfänger. Steh im Regen, liebe Man. Umgekehrt gewölbt. Okay. Niedrige Säule. Okay, hier ist dann alles Stein. Säule, Stein, Eisenbrüstung. Jetzt steht Brüstung. Und da, was geht jetzt schon wieder da? Lol. Du bist ja quasi nur durch den Weg, durch den Laden gerannt. Hast du überhaupt bezahlt? Okay, warte mal, schalten das mal eben frei. Hier, warte, wo? Doch hier Mimetik. Ausrüstungslager. Kann ich denn jetzt hier einfache Möblierung? Nee. Ich bezahle nie. Ja, also ich habe jetzt auch nichts anderes von dir erwartet, ne? Steinstütze. Fundamentstein, Dreiecksfundamentstein, Deckestein, Wandstein. Okay, wir brauchen das. Weiß ich jetzt gar nicht, ob wir so weit kommen. Ich habe hier nichts, nichts. Okay, wir haben's. Und jetzt kann ich. Aber wenn ich das zerstöre. Oder nee, warte mal, wir machen das mal anders. Wir machen das mal anders. Wollte gerade sagen, Alter. Ja, Panda, was machen wir? Rechtsklick. Mal was raus. Mal Wand 1, Stein. Prügeln wir dahin und dahin. Hier anscheinend nicht, weil weiß ich nicht, muss man sich verdienen oder so. Hier keine Wand hinstellen. Beschneidet sich mit existierenden Gebäude. Ja, da gehe ich auch fit mit. Aber er schlägt mir nicht mal vor, dass ich da was hinbauen darf. Wollte ich mir ein Bild schicken? Hab ich doch vorhin gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr weird. Ging nur um den Finanzen-Shit. Und Kett hat mir gerade eben auch schon wieder geschrieben gehabt, Alter, wir sind mittlerweile bei 89%. Das Ding geht gerade so durch die Decke, also
AMD geht steil. Ich kann da nichts hinbauen. Es geht nicht. Er schlägt es mir nicht vor. Er lässt mich nicht. Er ist ein Pimmel. Ja, ne? Setz hier nochmal was hin und ich setze hier nochmal was hin. Okay, warte mal, wir machen mal Fundament. Fundament. Fundamentstein. Kleines Dreiecksfundament. Kleines quadratisches Fundament. Dein Bike muss ja irgendwie noch rauskommen aus der Garage. Ja, aber hier zur Seite oder was? Ich will ja hier eine Wand hinsetzen. Hier. Nee, das ist mir zu klein. Das ist gerade der Point. Ich weiß nicht, warum er das gerade nicht machen will. So. Den hier. So, jetzt dürfte ich da eine hinsetzen. Okay, wir machen das mal einfach so. Es ist halt auch fucking laggy heute, wirklich. So, damit die mir hier nicht wieder alles zerschießen, darum geht es mir gerade. Dann reinigen wir hier jetzt halt nochmal. Warte mal. Unten war die. Habe ich jetzt die? Haben wir die da nicht kalibrieren? Haben wir, okay. Ja, du Panther, ich freue mich da mega krass gerade drüber. Das ist absolut heftig. Okay. Identische Materialien werden zusammengeführt. Ist das gut? Bauliche Gegenstände fehlen. Ich habe gar keine Ahnung, was der von mir will. Oh, okay, cool. Mein 50 Treibstoff muss da rein. Mindestens 50 Treibstoff muss da rein, um zu veredeln. Ah, okay. Ja, weiß ich nicht, aber es waren ja 50 schon da. Also es waren ja 70 insgesamt. Oh, heizen wir jetzt plötzlich. Darum habe ich jetzt gerade nicht verstanden, was jetzt sein Problem ist. Aber wir können jetzt. Wir machen das jetzt hier einfach mal. Wir veredeln jetzt nochmal. Gegenstände zur Reinigung. Reinigen jetzt nochmal, aber anscheinend muss ich den Kram im Inventar haben. Sternoid. Der saisonexklusive Gegenstand wird beim Saisonende zerstört. Schade, Schokolade. Hier ist es anscheinend nicht drin. Das hier. So. Dann können wir das nämlich auch schon wieder fertig machen, diesen anderen Kram. So. Ja, der macht doch jetzt oder nicht? Muss ich noch aktivieren oder so? 70 hast du im Besitz. Du musst die dann da reintun. Naja, ich habe es ja versucht, aber er hat es ja irgendwie nicht gemacht. Passiert überhaupt nichts. Ach so, ich muss noch auf Reinigen drücken. Wollte gerade sagen. Da sind sie, die Schweine.
Nee, das ist scheiße. Das bockt nicht. Hast du die Wand in Ruhe? Du kannst doch drum rumgehen, du Penner. Dahinter. So, weil die von hier natürlich auch. Hä, ist ja voll dumm. Die werden einfach gegen alles aggressiv gerade. Na toll. Schieß schneller. Mein Dach ist kaputt. Moin, ich bin dumm. Die haben mir schon wieder alles weggeruppt, diese Pimmel. Ja, okay, da braucht man Selbstschussanlagen und alles. Die Schotte ist scheiße. Also die Schrotflinte, weiß nicht, nennt man Schrotflinte auch Shotgun? Die ist scheiße. Lutscht. Hä? Wer schießt denn da? Von wo? Oh lol. Oh fuck. Der Eierputzi. LOL. Ja, wo ist er jetzt? Der hat doch den gerade geworfen. Okay, jetzt sind wir fertig. Fresh. Scheiße, die haben meine Kisten kaputt gemacht. Es liegt die ganze Rotze hier rum.
das ist ekelhaft laggy heute, wirklich. Also das habe ich so noch nicht gehabt. Na hier, nimm doch. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder nicht mehr. Oh, jetzt. Belastend. Nee, 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 du. Mir geht es außer die halbe Brücke auf der Anfahrt, die war gemein. Worum ging's? Anlagen, Lager. Das ist mir alles Banane, was ist das hier denn? Waffenschrank. Die sind halt so giga smart, dass die dann tatsächlich so drumherum laufen und so eine Scheiße. Ich mache da schon die dickeren Wände hin. Und die dribbeln mich einfach komplett. Dann müssen wir jetzt nochmal hier eben beigehen, damit es wenigstens anständig wieder aussieht. Wegen den Lags im Spiel, da war nur der Anfangsteil der Brücke bei mir da gewesen. Und kaum runtergefallen, spawnt der andere Teil über mir. Ja, na klar, wie auch sonst. Scheiße. Ja, sympathisch. Man kann sich unterhalten. Struktur. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas ist heute im Argen. Steinfundament. Zack. Ja. Das machen wir wieder weg. Ne, warte mal, verlegen. Wir können das verlegen. Hinterher fragt man sich halt immer, woran hat es verlegen? So. Wand, Stein. Erstmal da. Man kann die auch einfach ersetzen. Schön. Die Viecher klettern auch an der Seite hoch, wo es offen ist. Ja, genau, das hatte ich schon mal gesehen. Dass sie da auch beigehen. Also sie sind gar nicht so doof. Von der Dings her. So, jetzt machen wir nochmal Dingens drüber, Flachdach oder wie das heißt. Ne, warte mal, kann ich hier einfach eine Zwischendecke ziehen. Zack, zack. So, jetzt geht es mir wieder gut. Also, verhältnismäßig. Nee, warte mal, hier ist irgendwas mit dem Strom schon wieder. Aber jetzt haben wir das halt auch schon fertig. Anlagen, Stromanlagen. Zack. Zack. Guck mal, machen wir hier hinten auch noch einen dran. Achso, nee, warte. Die Solaranlage. Hydraulikgenerator. So, und jetzt gehen wir hier bei. Haben wir heute noch nicht gemacht, machen wir darum immer wieder gerne. X. X. So, und dann nochmal X.
Ich dachte, man zieht das dann halt automatisch weiter, aber man muss wirklich jedes Mal neu tippen. So. Er hier. Auch seine Connection hierhin. Boom, Baby. Letzte freie Spezialisierung. Entweder eine bessere Abbauplattform oder ein besseres Hydraulikkraftwerk. Schwierig. Wieso die letzte? Ich dachte, man kann irgendwann alles erforschen. Okay, jetzt versaut es mir gerade so den Tag. Okay. Na, diese 10 Dinger, die man wählen kann. Ach so, bitte. Ja, okay. Nee, ja. Hab ich schon wieder verdrängt. Vergessen. So, dann machen wir hier nochmal ein bisschen Stahl. Mal keine Kohle mehr. Das ist aber gar nicht schlimm. Kriegen. Okay, also der Herd ist sowieso scheißegal gerade. Ich würde sagen, mein Bett ist kaputt. Arschnasen. Möblierung. Lebensgegenstände. Bett. Ich bin entspannt. Namaste. Moment. Das eine Drohung sein? Offensichtlich. Lass mir Ruhe. Okay. So, haben wir erstmal davon alles weggeheizt. So, scheiße, da haben wir was rausgenommen, ne? Das haben wir jetzt im Inventar. Okay. So, jetzt will ich Aluminium haben. Ich will Aluminium. Aluminium. Der leuchtet irgendwas blau. Ja, okay. Aber war hier nicht noch? Warte mal, hier war doch noch mal irgendwie so ein kleines Vorkommen mit Silber. Das war doch einer der Gründe, warum ich dann jetzt tatsächlich hier bleiben wollte. Hier in der Nähe so ein kleines Silbervorkommen.
bekommen, ja. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich das brauche, aber ich will es haben. Ne, das ist Zinn. Das ist auch Zinn. Oder irgendwer kam mir natürlich zuvor, das kann auch sein. Aua. Also, bin es nicht mehr. So, Moment, wir gehen noch mal ganz kurz. Hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Reparieren brauchen wir ja gerade nicht, aber tanken wäre Thema. Muss ich das hier machen? Ne, da muss ich mit dem Dings direkt an den. Ist das eigentlich schon fertig? Nein, ist es nicht. Aber kann ich rein hypothetisch, weil ich ja jetzt in der Nähe meiner Base bin, auftanken? Okay, nehmen wir jetzt nochmal das normale Zeug. So, dann ist weg. So, und dann. Was war das? So kurz geholfen. Könnte dich mitnehmen, habe Aufträge dort. Wie mitnehmen? Haben wir Moppete? Hä? Was meinst du mit mitnehmen? Verpiekst. Naja, fahre ich ja jetzt hin. Verstehe ich gerade nicht. Junge, verpilzt sie, du Kackwildschwein, Alter. Arschnase. Ja, habt ihr das gesehen? Ich habe deinen Vater gekillt. Oder deine Mutter. Weiß nicht, hat sich nicht vorgestellt. Ich hatte ja einfach nur irgendeinen. Ich hatte ja einfach nur irgendeinen Point gesetzt. Mehr habe ich ja nicht gemacht. Da. Können wir machen. Ich bin nur die ganze Zeit am Überlegen, was ich mit Panther zocken könnte. Was wir gemeinsam haben. Also ein Game, was wir gemeinsam haben. Und upsala, falsche Richtung. Ein Game, was wir gemeinsam haben, was auch irgendwie gerade bockt. Na, die halbe Brücke, man kennt sie. Alles okay? Ja, moin. Bin schon da. Hätten wir einfach drüber düsen können.
Abschaltung. Ich habe das Radio angemacht. Ich würde das Radio gar nicht anmachen. Wer braucht schon Radio? Was da her? Was war das denn gerade? Warte mal, was wächst denn hier hinten? Silber, oh cool. Ist das Aluminium? Sind wir schon in Dingsbums? Das ist Wolfram. Fortschrittlicheres Sammelwerkzeug benötigt. Und deswegen kann ich da jetzt unendlich lang drauf rumkloppen, oder was? Okay. Also das ist Wolfram. Zum Müllsäcke, auch schön. Das ist Silber. Das ist Aluminium. Ey, was heißt fortschrittlicheres Sammelwerkzeug? Wollt ihr mich jetzt komplett flachsen oder was? Ich hab. Warte. Ausrüstung. Nee, nicht Ausrüstung. Bronze, Stahl. Ach, er hat die Bronze-Dings ausgerüstet. Ach, hier, Alter. Ich weiß nicht mal, warum ich eine Bronze habe. Mit der Scheiße. Er fängt ja an mit Bestein. Nee, das wollte ich nicht. Du musst sie in die Hotbar packen. Wie packe ich die denn jetzt in die Hotbar? Das macht der sonst immer automatisch. Hier kann ich, wenn ich hier ein Dings drücke, kann ich nichts machen. Muss ich die irgendwo hinziehen? Ah, ich bin zu blöd für das Game. Und ich habe herausgefunden, wenn man gegen die Erze fährt, gehen die kaputt. Ja, aber dein Dings geht ja auch kaputt. Nur wenn die vorher kaputt geht, wie in Minecraft nach unten. Ja, aber wie lege ich die denn dann jetzt rein? Das ist doch schon wieder kompletter Müll. Wenn ich ins Inventar gehe, Rechtsklick mache, kann ich nur verwerfen. So. Ich kann die halt ziehen durch die Gegend, wie ich will. Inventar auf, ganz unten. Ja, okay, ich bin halt einfach. Warum bin ich überhaupt hier? Ich habe die ganze Zeit hier in die Ecke geguckt und dabei ist es doch hier drunter. Mann. Es gibt so viele Gründe, mich nicht zu mögen, ne? Und ich liefere immer mehr. Aluminium. Ich danke dir, Nett, bitte. Einfach zu wild. Das ist Zinn. Das dürfte auch Zinn. Nee, doch, das ist auch Zinn. Ich bin schon wieder durstig. Ich hoffe, durstig zu sein. Wo geht das? Aber kommt jetzt halt auch nicht so viel vor, ne? Kann das sein? Zinn, Zinn, Zinn. Und finde es schön, dass du meinen sicken Trick gesehen hast, der total gewollt war bei den Autos.
Hey, ja, na klar. Der war mega fresh. Hey, nein, von dem, guck mal. Da vorne ist so eine lustige Kugel in der Luft. Da gehe ich jetzt hin. Okay, wir sind faul. Okay. Achso, weil das wahrscheinlich das Gebiet ist. Was ist denn der Nebel? Oh. Sei wachsam. Ich bin immer wachsam. Ich kann mit meiner Maus nicht weiter runter gehen, das zieht die ganze Zeit nach oben. Das ist absolut geil. Ist ihm noch zu helfen? So. Oh, fuck. Digga, das schaffst du ja gar nicht, wenn die alle ist. Das geht ja gar nicht. Scheiße, Alter. Okay, die haben halt relativ hohes Level, ne? Aber was soll's? Super. Kurz vorm fertig. Das befriedigt mich gerade eher weniger. Ach, ich wie das. Das ist doch schon wieder. Ne, das ist schon wieder Zinn. Scheiße. Wie bist du denn jetzt aufgeploppt? Also ich habe angeblich nur einen Ping von 33. Also das Game ist heute eher so auf dem Mittelfinger unterwegs. Mein Film steht da nur rum bei mir. Ein Spezialevent. Da kommt man, bekommt man Loot, wenn man. Ich weiß, ich kenne die. Also ich habe auch schon. Ich habe auch schon mehrere gemacht. So, ich fand das auch immer cool so, aber das hat gerade mir nicht so gebockt. Das andere irgendwie auch nicht. Also heute habe ich da kein Glück mit. Steuern sind für mich auch nur Gebühren, Alter. Kette haut wieder raus. Aluminium. Bin aufgetaucht, weil ich in dem Moment aus der Zone kam. Also gewollt. Ah, okay. Ich weiß nicht, bis er aber aufgeploppt war. War komisch irgendwie. Sah komisch aus. Okay, warte mal. Hier ist ein bisschen Mais. Das ist wieder Zinn.
Zinn, Zinn, das ist kein Zinn, das ist Aluminium. Ey, das hat mich jetzt gerade abgefuckt, Alter. So kurz vom Ziel. Scheiße. Sehr, sehr unbefriedigt. Aber ich muss sagen, ich finde die Welt tatsächlich sehr schick. Ich finde, die ist wirklich sehr schön aufgebaut. Es ist irgendwie stimmig. Es ist jetzt nichts, wo man sagt so, nee, ist irgendwie langweilig oder ist irgendwie blöd gemacht oder so. Also bisher fand ich es im Großen und Ganzen sehr, sehr stimmig, sehr, sehr hübsch. So, ne? Das hat man auch schon anders gesehen. Scheiße, Alter. So wegen Games, die man zusammen machen könnte, wie wäre es denn mit dem Supermarkt Together? Wäre da auch dabei, einfach mal zuschauen, wie der so ist. Eigentlich gar keine so kacke Idee. Hey Annie, dich gibt's ja auch noch, was ist denn da los? Ach du Scheiße, wie geht's dir? Also Supermarket Together wäre tatsächlich eine ganz gute Idee, finde ich gerade. Es ist halt so eher so Lutschi, aber so von der Game Art her. Weiß nicht, was sagt Panda dagegen dafür, damit. Deswegen. Warte, den mache ich wieder. Oh ja, Baby. Ja, Mann, machen. Okay. Okay. Wir tappen mal ganz kurz raus. Und ziehen uns das runter, weil ich habe das jetzt natürlich jetzt noch nicht. Gut und dir? Ja, es geht. Ich bin immer noch ein bisschen kaputt, ein bisschen müde vom Wochenende. Ich bin noch unter den Lebenden. Das freut mich sehr. Willst du auch mit reinkommen? Supermarket Together. Ist kostenlos. Spiel starten. Wir sind noch mit 3,6 Gigabyte. Was machst du Feines? War ja sehr ruhig gerade. Also war ja so ein bisschen ruhig im Moment bei dir. Ich wollte dich aber auch nicht nerven. Und hatten beide gleichzeitig geklickt und hatte ihn wieder entsperrt. Ach, deswegen war das kurz so komisch. Silber, der Silber, man kennt ihn. Schön viel Aluminium, oh, ich liebe es. Versuche mich einfach nur gerade mit dem Aluminium und dem ganzen Silber davon abzulenken, dass ich gerade komplett versagt habe. Du nervst nicht. Also ich kann schon ziemlich penetrant sein. Ich gebe aber mein Bestes. Annie, willst du auch mit reinkommen? Supermarket Together. Einfach mal blöd rumeiern mit Panther und Night Phantom und mir. Sammel du. Ich lade schnell runter. Ja, ich lade auch runter nebenbei. Ja, letzte Zeit war viel einfach arbeiten, deswegen. Oh ja. Muss leider gleich arbeiten. Bäh. Du solltest das nicht tun. Du solltest einen reichen Mann heiraten und dann einfach nicht mehr arbeiten gehen müssen, damit du regelmäßiger mit mir zocken kannst. Fanta sieht das bestimmt genauso. Ach da, hier, guck mal, da geht's schon los. Hallo, guten Tag. Hallo. Mein Name ist Marcel Davis. Hallo. Seit 16 Und ich bin Jahren. Ihr Fachberater, wenn es um 1 und 1 geht. Genau. Supermarket Das ist Together schön. ist spielbereit. Warte, lass mich nochmal eben Ja, hier. 1 von 2 wird gedownloadet, oder? 1 von 2. Na, hier steht bei mir 1 und 1 von 2 werden heruntergeladen. Finde ich Ja, dann auch. lädst du auch irgendwas anderes runter. Achso, Steamworks, gängige Redistro. Ach, das kann ja kein Also, Mensch aussprechen. Annie, nicht, dass ich frei wäre, aber ich schicke dir mal ein Foto. Das sieht soweit ganz gut Dickpick. aus. Nein. Hallo, ich bin ein Netter. Wobei, nee, warte mal, ich mache ein neues Foto. Warte mal, ich brauche gar kein Ist Foto deine machen. Absicht nicht irgendwie pervers? Okay, also erstmal, Game ist fertig. Wir gehen jetzt einmal rüber zu Supermarket Together mit Night Phantom und Panda.
Ja, ich gehe mir jetzt noch schnell was zu trinken holen und ein Eis und dann komme ich wieder. Und dann reiten wir los. Ich habe mir extra ein Eis gekauft. Ich war bei Lidl, ja. Nichts gegen hier Rewe und Markenhass und so, ja. Lidl einfach bester Laden. Mies entspannt, mies viele Rentner, mies viel Aggression. Aber alles das, was ich brauche. Ja, mies viele Rentner, mies viel Aggression. Genau, das gibt's gratis on top, Junge. Okay, Leute, wir gehen jetzt rüber, wir beenden jetzt hier Once Human und machen beim nächsten Mal weiter und dann haben wir nämlich Aluminium, können uns richtig Porno-Waffen machen und da freue ich mich drauf wie ein Schnitzel. Das wird mega fresh. Also, vegan oder Fleisch? Mega. Auch. Beides. Das ist ein Hybrid.